Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Beitrag meines Vorredners war ziemlich absurd. Die Bundeswehr macht in zahllosen Kasernen, Schulen, Ausbildungseinrichtungen von morgens abends bis abends weitgehend Ausbildung, um sich eben zu befähigen, vielleicht nicht kämpfen zu müssen, sondern wehrhaft zu sein und damit ein Abschreckungspotenzial darzustellen. Und wenn wir die Bundeswehr jetzt in den Irak schicken, um dort Ausbildungshilfe zu leisten, dann tun wir es eben genau deshalb, um nicht kämpfen zu müssen, sondern sicherzustellen, dass andere so gerüstet und so vorbereitet sind, dass sie nicht kämpfen müssen. Und wenn Herr Lukassen hier sagt, der Hauptaufgabe eines Soldaten sei das Kämpfen, dann beleidigt er damit die vielen Schulkommandeure und Schiffskommandanten, die von morgens bis abends erfolgreiche Ausbildung machen. Das bisherige Engagement Deutschlands und der Völkergemeinschaft gegen den IS war erfolgreich. Wir reden ja immer über die Bilanz, die wir mit unseren Auslandseinsätzen erzielen. Und das, was wir im Irak an Ausbildungsunterstützung für die Peschmerga und für die irakische Regierung gemacht haben, ist eben erfolgreich gewesen. Und damit wir diesen Erfolg wahren und für die Zukunft sichern, ist es gut, dass wir das fortsetzen. Und deswegen wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion diesem Mandat nach Beratung im Ausschuss in der nächsten Woche voraussichtlich zustimmen, weil wir der Auffassung sind, dass diese Arbeit noch nicht beendet ist, sondern dass sie in einer auch entsprechend leicht veränderten Form fortgesetzt werden muss. Für mich hat das Mandat allerdings einige Schönheitsfehler, Abzüge in der B-Note, möchte ich mal sagen. Ich finde es voreilig, dass wir uns in diesem Mandat bereits heute darauf festlegen, dass wir in 12 Monaten die Luftbildaufklärung durch die Tornados und die Luftbetankung durch unseren Airbus entsprechend einstellen. Ich glaube zwar auch, dass wir in 12 Monaten zu diesem Ergebnis kommen, aber ich halte es für nicht notwendig, dass wir jetzt in diesem Mandat das bereits zu sagen. Wir haben ja mit voreiligen Terminierungen so unsere Erfahrungen gemacht, weil sie natürlich eine mögliche Gegenseite vielleicht erst recht ermutigen könnte, dann doch besondere Anstrengungen zu unternehmen, uns diesen Ausstiegstermin zu vermiesen. Ich glaube zwar, dass es so kommen wird, aber ich hätte mir gewünscht, dass das im Mandat nicht drin steht. Und dann gibt es einen zweiten Schönheitsfehler dieses Mandats, den möchte ich hier schon offen ansprechen. Herr Bundesaußenminister, Sie sind selbst ein Verfechter des Multilateralismus. Wir haben Ihren Handelsblattaufsatz gelesen, wir haben Ihre Rede vor der Botschafterkonferenz gehört. Unsere multilaterale Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur ist die NATO. Und deswegen war es klug, dass die deutsche Bundesregierung in der NATO mit dafür gesorgt hat, dass wir ein NATO-Ausbildungsmandat, einen NATO-Ausbildungseinsatz für den Irak bekommen. Das ist ein Auftrag der NATO, ein Mandat der NATO, das deutsche Handschrift trägt, das im Übrigen stark politisch kontrolliert ist und das auch ganz klar definiert, was gemacht werden darf und was nicht, eben keine Begleitung bei Kampfeinsätzen, sondern ganz konkret dieses Train the Trainer. Wir beraten und unterstützen die irakischen Streitkräfte im Einvernehmen mit der Zentralregierung. Da machen sogar Staaten mit wie Finnland, Schweden und Australien, die bekanntermaßen nicht zur NATO gehören. Und wir sagen, wir Deutsche haben zwar dieses Mandat mit auf den Weg gebracht, aber jetzt, wo es darum geht, vielleicht zu sagen, wir schicken da 2 oder 3 oder 4 Dutzend deutsche Ausbilder mit rein, sagen wir nein, wir machen was Bilaterales mit dem Irak. Das ist zwar auch eine Möglichkeit, das zu lösen, aber die bessere Lösung wäre eindeutig gewesen, wenn wir im NATO-Rat klar sagen könnten, Deutschland meldet eine bestimmte Anzahl von Soldaten in diesen Einsatz hinein. Ich werde auch nicht aufgeben, dafür zu werben, dass es so kommt. Ich weiß, dass das zum jetzigen Zeitpunkt so vielleicht nicht möglich war. Ich glaube, dass der Einsatz dennoch erfolgreich abgeschlossen werden kann, dass er erfolgreich abgeleistet werden kann. Es wäre effizienter und auch im Sinne unserer NATO-Verlässlichkeit eine low-hanging fruit, also ein schönes, leicht zu erbringenden Beweis unserer NATO-Verlässlichkeit, wenn wir in dem Einsatz mitgemacht haben. Ich wünsche mir für die Soldaten, die in diesem zukünftigen Einsatz eingesetzt werden, rund 800, zum Beispiel in Asrak in Jordanien, aber auch in Konya in den AWACS-Flugzeugen und dann eben auch in Bagdad, dass sie jedes Glück und jede Unterstützung haben, dass sie auch heil aus diesem Einsatz wieder
nach Hause kommen. Ich möchte allen Soldaten ausdrücklich danken, die diesen Einsatz in hervorragender Weise leisten. Ich bin selbst im Frühsommer mit der Bundeskanzlerin in Jordanien gewesen. Wir haben auch die Motivation der Soldaten gespürt, die wissen, dass sie dort eine wichtige Aufgabe wahrnehmen. In diesem Sinne wird dieses Mandat sicherlich ein wichtiger Beitrag für die Zukunft des Irak und der ganzen Region sein. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen Hart. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Alexander Graf Lambsdorff.